Hallöchen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Avencast. Ja, ich bin jetzt mal den ganzen Weg hier zurückgelaufen, bis hier vorne. Das war ein Stückchen. Vor allem, weil man ja nicht gerade laufen konnte, sondern sich da so lang schlängeln musste. Jetzt gucken wir mal, was da ist, würde ich jetzt einfach mal sagen. Die Gruft der Könige. Huch, das sieht ja lustig aus. So, dann gucken wir mal. Das sieht echt gruselig dunkel aus hier. Da geht's weiter. Okay. Oh, was ist das denn? Ah, okay. Ich dachte gerade so, what? Okay. Ich hoffe mal, hier kriegen wir noch ein bisschen Loot. Vielleicht kriegen wir ja hier noch ein bisschen bessere Klamotten. Boah, der hält aber echt viel aus hier. Okay. Ein paar Schuhe. Okay, naja. Nicht so dolle. Okay. Gucken wir mal weiter. Dum di dum di dum di dum. Warte mal, ich guck nochmal da vorne am Anfang bei der anderen. Da vorne war ja auch noch was, aber da ist nichts. Nicht, dass ich da denke, die ganze Zeit da am Anfang war ja noch was. Und dann gehe ich da hin und dann ist da gar nichts. Nee, also geht's jetzt hier weiter. So. Schauen wir mal. Links und rechts geht jetzt hier ein Gang lang. Oh, hallo. Kann man die eigentlich? Okay, da macht man nicht viel Schaden mit. Na gut, weil ich den Stab jetzt nicht habe. Ne? Vielleicht würde ich mehr Schaden bei denen mit Nahkampf machen, aber wir kriegen die ja auch so hin. Ah. Oh, das sind zwei. Ja, beide nach vorne, genau. Und komm schon. Beide weg, aber irgendwie zu looten gibt es hier gerade auch nichts, ne? Vielleicht am Ende. Gut. Dumm, die dumm, die dumm. Oh, na. No. Wieder ein dicker Wolgat. Der läuft so ein Zickzack. Wir wollen ja hier alles mitnehmen, ne? Sonst wäre ich einfach in der Story weitergegangen, aber so. Aua. Ach, das war dumm. Oh, habe ich gespeichert? Ich hoffe doch. Nein, habe ich natürlich nicht. Na gut, dann nochmal. Okay, dann noch schnell hier rein. Oh, das ist jetzt ärgerlich. Sorry, dass ihr das jetzt ertragen müsst, aber naja, wir waren ja noch nicht so weit, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ah, jetzt kriegen wir auch anderen Loot. Okay. Sollte ich vielleicht häufiger machen. Vielleicht kriegen wir dann cooleren Loot. So, dann komm mal her hier. Jetzt, Stimme. Okay. Haben wir den auch geschafft? So. Ja, das gehört halt hier zum Spiel. Ich speichere jetzt mal, dass man da auch mal zurückfällt, ne? So, jetzt war hier schon der Wolgat, oder? Nee, noch nicht. Hier waren erstmal die Viecher. Oh. Wie das aussieht, wenn die so hin und her fliegen.
Schattenreißer. So, 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 so. Und jetzt ist hier noch einer. Zack. Gut. Okay, dann sind wir jetzt auch schon mal so weit, dass gleich der Wolgat kommt. Wieso rennt der weg? Jetzt lieber einmal zu mehr einmal zu viel speichern als zu wenig, so. Ja, die Mana-Tränke gehen relativ schnell runter hier gerade. Aber gegen diese Wolgats. Da hinten ist noch einer. Wird das auch cool, dass man die am Boden trifft, ne? Obwohl die in der Luft fliegen. Oh, hier liegen Skelette. Faszinierend. Ein Drache. Da haben wir den Wolgat. Na, weg. Oh, puh. Der lässt sich davon aber nicht beirren, ha? Von dem Seepferdchen. Der will mich. Speichern. Hier waren wir schon. Da ist nichts. Und jetzt hier rechts haben wir die lustigen. Wie man die kaum sieht durch den Nebel hier. Ist noch einer? Ah, da ist noch einer. Okay, also das Seepferdchen hat auch schon ordentlich was drauf. Gut, gut, gut. Okay, speichern. Nicht vergessen. Ja, genau deshalb. Oh, Schuhe? Sind die so? Natürlich wieder Blutmagie-Schuhe. Ey. Das geht ja mal gar nicht. Also entweder habe ich nur Pech oder das Spiel will einen trollen und sagen, nimm doch Blutmagie. Ah, hallo? Da sind noch mehr. Ich wollte gerade sagen, ich habe gar nicht in die andere Richtung geschaut. Aber dann waren ja vorne noch welche. Tja, ja, wie das halt so ist, ne? Ein neuer Ring. Mana leben laufen. Nö. Na, speichern. Hier ist nichts. Da ist noch ein. Damit kann man aber nicht interagieren. Ich dachte, da kann man noch was lesen. Oh.
Hallo. Okay. Puh. Ah, hier sind noch. Hier kann man noch Geld klauen. Sehr gut. Okay. Das geht aber echt weit hier, ne? Dafür, dass das eigentlich nur so ein Zusatzding sein soll. Ja, yeah. Noch eine Erfahrungsstufe aufgestiegen. Ah, jetzt haben wir wieder zwei. Können wir nochmal erstmal schauen. Level 33 sind wir gerade. Ich glaube, neue Zauber haben wir jetzt nicht freigeschaltet hier. Nee. Sieht nicht danach aus. Was ist eigentlich das hier? Eisiger Seelenmeteorit. Mana, oh, Schaden 800. Wieso nehme ich nicht den? Der macht viel, hat viel weniger. Was ist denn, wenn ich das mache? Der braucht viel weniger und macht den gleichen Schaden. Das verstehe ich nicht so ganz. Warte, nochmal kurz gucken. Hier. Mächtiger Meteorit aus Eis und Seelenmagie auf einen Feind. Mana-Kosten 144. Schaden 884. Schlagwucht 30. Ah, der hat halt eine höhere Schlagwucht. Was? Achso, das ist wahrscheinlich der Rückstoß, ne? Aber ansonsten schlägt Gegner zu Boden. Hm. Wir können ja mal das hier probieren. Vielleicht ist das ja irgendwie Mana-mäßig zumindest besser. Gucken wir mal. Achso, aber ich wollte ja eigentlich in der Stufe aufsteigen. Das heißt, nochmal ein bisschen mehr Seelenmagie. Hier so mal 10 Stück da reinpumpen. Dann noch ein bisschen mehr Mana, ein bisschen mehr Leben. Und den Rest in Seelenmagie. So. Speichern. Hallöchen. Jetzt geht es wieder zu zwei Richtungen hier. Hier scheint nichts zu sein. Jetzt gibt es hier blaue Flammen. Oh, der ist da. Guck mal, jetzt probieren wir das mal mit dem. Der macht sogar noch mehr Schaden. Oh, ich hätte, muss natürlich auch aufpassen. Okay, der braucht aber ein bisschen länger, bis ich das gezaubert habe, ne? Ja, beim anderen konnte ich immer direkt. Ist, glaube ich, nicht ganz so cool. Der andere ging halt schneller, ne? Ne, so treffe ich nicht. Puh. Da. Ich dachte, er geht weiter geradeaus. Dann muss ich es erstmal mit den anderen. Und dann muss ich wieder wechseln. Probier's nochmal. Ah, jetzt habe ich getroffen. Sehr gut. Puh. Okay. Ah, also an sich, wenn man sich dran gewöhnt, ist es bestimmt ganz cool mit dem. Aber ich weiß nicht so recht. Der hier macht halt nur 600 Schaden. Wieso macht denn? Ach so, die machen jetzt beide so viel Schaden, weil. Aber ich sehe gar nicht, wie lange man zaubert, ne? Egal. Machen wir jetzt wieder das. So. Und dann passt das schon. Ich höre es atmen. Hier links. Oh, noch einer? Thank you.
Nein, das ist jetzt auch nicht so viel mehr Schaden, als wenn ich dreimal so drauf haue. Das passt schon, das passt schon. So, jetzt gucken wir hier nochmal rein, aber ich glaube, hier war nichts weiter. Nö. Und dann... geht es da vorne rum. Boah, wie weit geht das denn hier noch? Ich dachte, machst du mal einen kleinen Abstecher in einer Folge, aber hm, mal gucken. Was haben wir hier noch? Die da. Wie hier auch einfach leere Räume sind überall. Oh, das ist wieder so ein Teufel. Hallöchen. Den hätte man hier dann zum ersten Mal gesehen, ne? Ah, noch einer. So. Ach, das scheint so ein Schneckenlabyrinth zu sein. Wo es immer weiter sich einengt, bis man in der Mitte ankommt. Wenn man so auf der Karte mal schaut, da vorne geht es auch gleich... den hat man ja ewig nicht gesehen. Zu weit an der Wand. Immer noch zu weit an der Wand. Wie halten die denn aus, ey? Gut, jetzt aber. Ah, ist hier rechts noch was drin gewesen? Ja. Schau an. Oh. Gucke ich mir gleich mal an, was der Helm kann. Okay, jetzt aber. So, dann schauen wir hier noch rein. So, das schauen wir uns gleich mal alles an, was wir hier sammeln. Also, der Helm. Seelenmagie. Plus 4. Aber dafür blöde Rüstung. Oh, ist das ärgerlich. Aber bei den anderen mache ich es ja immer so, dass ich die bessere Rüstung weglasse. Komm, dann nehmen wir jetzt mal den. Der sieht ja cool aus. Und was ist das hier? Seelenmagie plus 10. Magische Rüstung plus 3. Und maximaler plus 23. Eigentlich, also bis auf Mana-Regeneration, ist der besser. Ja, machen wir. Jetzt haben wir ja richtig eine richtig coole Rüstung hier mit dem Helm, der auch noch so glimmt. Ja, nehmen wir. Sehr cool. Okay. Haben wir jetzt zwar noch weniger Rüstung, aber naja, naja. Hallo. Ja. Okay. Sind wir gleich in der Mitte. Guckt mal. Ah, nee, noch nicht. Oh, es geht also noch weiter. Hier ist... das wäre doch eine super Position zum Looten gewesen. Okay. Oh, wieder so ein Dicker. Nicht getroffen, wa? Ach ja. Und was hat der? Rüstung, magische Rüstung, Leben.
blöd. Oh. Gut. Dann looten wir hier noch alles. Okay, der ist leer. Da ist ein Ring drin. Der ist auch nicht so dolle. So. Und hier ist wieder nichts drin. Okay. Naja, einen schöneren Helm haben wir bisher gefunden. Ich sehe gerade, eigentlich wäre es eine Folge rum, aber an sich würde ich das hier gerne noch abschließen in der Folge. Dann wird das halt jetzt eine etwas längere Folge. Ich glaube, dagegen habt ihr wahrscheinlich gar nichts. Und wenn, dann könnt ihr ja auch mal auch die Folge geteilt gucken. Ist ja auch nicht schlimm. So, hoch. Hier ist auch noch einer. So, was haben wir hier? Rüstung 13, Blutmagie. Nee. Nehmen wir auch nicht. Okay. Hallo. Ist natürlich wieder gar nichts drin. Ach ja, so holen wir uns nochmal unser kleines Seepferdchen. Und noch einer war da drin. Da. Dam, da, dam, da, dam. Ja, ja. So klatschen wir hier Monster. Vielleicht hat der ein oder andere von euch ja auch das Spiel sich geholt. So teuer ist es ja nicht. Ist ja auch schon eine Weile alt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da könnt ihr ja mal sagen, was ihr vielleicht für... ob ihr eher Blutmagie zum Beispiel macht oder Seelenmagie, was ihr empfehlen würdet. Ja. Also es gibt natürlich Leute, die sind nicht so auf Fernkampf, die gehen lieber auf Nahkampf. Da ist natürlich Blutmagie viel, viel besser. Genau. Aber ich bin da eher der Fernkämpfer. So, dann gucken wir mal, was jetzt hier als letzter Loot zu finden ist. Wofür wir uns das hier alles... Wofür wir das hier alles gemacht haben. Für ein bisschen Leben. Und für... Naja, auch nicht so geil. Also vielleicht sagt ihr, das ist viel besser und nimm das mal, dann schreibt's gern. Wir gucken jetzt hier mal rein. Ich hoffe mal, dass das einfach nur ein Portal zurück ist und nicht, dass es noch tiefer reingeht. Wir gucken mal. Okay, das war nur ein Portal zurück. Das heißt, wir haben jetzt hier dieses Sonderding auch abgeschlossen. Dann würde ich jetzt zwischen den Folgen wieder zurück in das Gemach unserer Eltern gehen. Und dann sehen wir uns da wieder. Und wie es dann dort weitergeht, erfahren wir dann zusammen in der nächsten Folge. Lieben Dank fürs Zuschauen. Bis dann und ciao.